Yo Leute, was geht ab? Francis Gaming hier und heute gibt es die Replays zu meinem Sacred Beast Deck. Wir gucken uns an, wie wir gegen das Meta performen, gegen andere gute Decks, was unser Deck gut kann, was es nicht so gut kann. Und ich glaube, durch diese Replays kriegt man immer einen ganz guten Eindruck, wie es aussieht, wenn das Deck ganz gut läuft. Natürlich ist Sacred Beasts kein Meta-Deck, aber ich bin trotzdem überzeugt davon, dass viele Leute das Deck ein bisschen unterschätzen und das will ich auf jeden Fall ändern. Lasst mir, bevor es losgeht, sehr gerne Like, Kommentar und Abo da, das würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Checkt unten den Link zu Gate of Games aus, da kriegt ihr 5% Rabatt mit meinem Rabattcode und wenn ihr was findet, freue ich mich sehr. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an mit den Replays. Los geht's! So Leute, das erste Duell, was wir uns hier angucken, ist gegen Sprite. Und ja, natürlich sind wir ein bisschen lucky, dass er keine Handtraps hat. Sprite kann sehr, sehr viele Handtraps spielen. Sieht eher nach einer Going First Variante aus, gerade mit dem Solemn Judgment und so. Aber ja, nehmen wir natürlich gerne mit. Kriegen hier auf jeden Fall unsere Main Combo durch mit zwei Sacred Beasts, unserer Field Spell. Und wir haben jetzt schon zwei Floodgates auf der Hand, dürfen jetzt noch zwei Karten ziehen. Und ja, das waren auf jeden Fall auch sehr schöne Karten. Wir geben ab und haben Skill Drain, auch sehr gut, auch gegen das Deck. Sacred Beast Awakening, was eine Art Skill Drain wieder ist und uns Life Points gibt. Und There Can Be Only One, was gegen Sprite, der halt wirklich komplett krass ist auf jeden Fall, weil die halt keine zwei kleinen Sprite-Monster rufen können, weil die alle Donner sind. Super, super nice. Wir haben Follow-up auf der Hand für den nächsten Zug. Unsere Sacred Beasts sind geschützt durch unsere Field Spell und wir hätten noch Hyper Blaze für die nächsten Züge, wenn wir uns hier mit Ubria suchen wollen und so. Mega, mega gut und ja, der Gegner fängt an mit Swap Frog und der Effekt von unserem Raviel ist mandatory. Und jetzt banisht er tatsächlich unseren Raviel, weil das Non-Targeting ist. Oh ja, und dann hat er komischerweise aufgegeben. Ach so, ja, weil es kein gutes Play von ihm war, weil er seine Normal Summon schon benutzt hatte. Und ja, also nicht das geilste Duell, muss ich sagen. Das hatte ich leider nicht mehr so in Erinnerung. Ist aber ziemlich egal gewesen, weil selbst wenn er den Frog behalten hätte, hätten wir halt mit There Can Be Only One und Skill Drain so viel gehabt, dass er nichts dagegen hätte machen können. Und das heißt, wir hätten im nächsten Zug eh gewonnen. Aber das war auf jeden Fall Missplay, weil er hätte auf jeden Fall erstmal noch eins seiner Sprite-Monster rufen müssen, damit er immer eine Stufe 2 auf dem Feld hat und die weiteren dann auch noch zu specialen. Hat er nicht gemacht und deswegen geht dieser Sieg ganz klar und easy an Sacred Beast. So, das nächste Duell, was wir spielen, ist gegen Albas, Branded, wie auch immer. Ich finde es so krass, dieses Deck kriegt einfach mehr und mehr Support. Es ist eh schon unfassbar gut und es wird einfach nur noch besser. Es ist schon richtig krass. Da wird wahrscheinlich auch mal eine Banlist dann kommen. Ja, wie ihr seht, ist nämlich hier Second gegangen. Hat einen Shifter, es ging das Deck jetzt nicht ultra stark, aber schon ein bisschen nervig für die, weil die ein bisschen mehr Ressourcen verlieren und der Effekt von Mirror Jade hat nicht funktioniert. Er hat einen super Poli, was gegen uns sehr gut ist. Sehr viele Finsternis-Monster bei uns. Branded und Red auch gut. Für den nächsten Zug ein Banish. Also es sieht eigentlich gar nicht so gut für uns aus. Aber Sacred Beast ist natürlich ein mega geiles Deck, was da durchspielen kann. Er hat halt nichts zu annullieren, was für uns halt ganz gut ist. Und ja, wir rufen jetzt unseren Harmon. Und er will jetzt Super Poli aktivieren. Und macht das auch, aber wie ich auch schon im Deckprofile gesagt habe, diese Karte hier ist eine der ganz wenigen, die es gibt. Die Mermaid-Karte, die auch Spells annulliert, die funktioniert genauso. Die können halt beide Super Poly annullieren, obwohl man daran eigentlich nichts anketten kann. Aber man kettet die Karte nicht an, sondern erst nach Resolution annulliert man den Effekt. Deswegen können wir Super Poly hier annullieren und haben jetzt auch nicht das krasseste Board, aber wir haben unseren Harmon und wir haben eine Skill Drain. Skill Drain ist schon sehr gut gegen das Deck, weil er ist halt sehr schwierig für ihn über 4000 Defense rüberzukommen. So. Er hat aber auf jeden Fall noch einiges, was er machen kann. So. Aber nicht genug, um irgendwie unser Monster wegzukriegen, was für uns natürlich sehr, sehr gut ist. Wir drehen jetzt natürlich als allererstes unseren Harmon wieder in Attack, damit wir wieder eine Annullierung haben. Branded in Red lasse ich ihm durchgehen, weil ich mir dachte, okay, was soll er machen? Er kann mit Albas nichts von uns wegfusionieren. Ja, und jetzt haben wir auf jeden Fall eine Spell Trap Annullierung. Und noch eine zweite Skill Drain, einfach für alle Fälle. Und ja, es ist wirklich, da sieht man halt das Skill Drain. Trotzdem in dem Format sehr, sehr gut ist, gerade gegen Branded, Bestial, Albas, was ja momentan ultra viel gespielt wird. Hier habe ich tatsächlich noch Manhunt, also Crackdown.
im Deck. Habe ich auch gesagt, das ist eine der Optionen. Mittlerweile ist ein bisschen rausrotiert für andere Sachen, aber trotzdem noch eine sehr gute Karte, gerade in der Situation. Hier bei dem Mirror Jade will ich natürlich auch nicht zerstören, weil dann unser Harmon zerstört werden würde. Und das heißt, mit Crackdown können wir uns den gleich irgendwie nehmen, wenn er auch nichts anderes mehr macht. Und ja, er kann anscheinend nicht wirklich viel machen. Das ist ein bisschen so eine Putt-Situation, aber jetzt ja, fusioniert ihn weg, damit wir den halt nicht kriegen. Der Albas macht nichts gegen uns. Ja, und deswegen können wir einfach erstmal weiter angreifen. Er verliert jede Runde Ressourcen, wir halt nicht. Wir haben die ganze Zeit unsere Spell-Trap-Annullierung alive. Und ja, da hat er auch jetzt aufgegeben, weil er merkt, okay, er kommt einfach nicht über unseren Harmon drüber. Und das ist halt das, was ich bei Sacred Beast so geil finde. Es gibt viele Decks, die halt Floodgate spielen und so, auch so wie Guru, was super gute Decks sind. Aber ein Monster, was 4000 Angriff, 4000 Verteidigung hat, das muss man halt erstmal outen ohne Monster-Effekte. Und ja, wir hatten auch, wenn Skilldrain geoutet worden wäre, erstens ja noch eine. Aber dann hätten wir auch Follow-up gehabt. Und wie gesagt, unsere Spell-Trap-Negation ist schon echt richtig, richtig gut. Deswegen ist Harmon auch das beste Sacred Beast, zumindest rational gesehen. Subjektiv ist für mich natürlich trotzdem Uria. Aber ja, auch gegen Albas Branded kein Problem, auch going second. So Leute, das nächste Duell ist gegen Kashtira und ja, also mit den neuen Karten schon, und das wird ja eins der krassesten Decks sein im nächsten Format auf jeden Fall. Und er hat auch Raigeki, was an sich ja gut ist, und Book of Moon, aber gegen unser Board, was wir jetzt haben werden, ist es natürlich jetzt nicht so strong. Wir haben auch wieder eine Zauber- und Fallenannullierung und auch hier eine Karte, die ich in den Optionen nicht genannt habe, weil ich sie in echt leider gar nicht habe, das wusste ich nicht, Soul Drain. Gegen Kashtira jetzt nicht wirklich gut, aber eine super gute Karte gegen Shizu Tier Limits. Weil Soul Drain einfach ein Skill Drain ist, aber für den Friedhof und für verbannte Monster. Und das ist halt gegen Tier Limits extrem gut. Und aber auch, ja, wir haben halt auch Skill Drain und There Can Be Only One. Und There Can Be Only One ist eigentlich schon, deswegen ist es auch so gutes Floodgate momentan. Auch gegen Kashtira extrem gut, weil alles von denen, also die Main Monster sind alle Psi. Und wenn er keine Psi Monster legen kann, kriege ich keine Rang 7 Plays. Ja, Dark Ruler bringt halt gar nichts. So, Raigeki halt auch nicht. Mega gut. Also, das ist halt einfach nur geil, weil er hatte zwei echt der besten Going Second Karten, die es gibt, aber gegen unser Board sind die halt ziemlich useless. So, jetzt haben wir There Can Be Only One. Er verdeckt sein Monster noch. Aber das konnten, oder hätte es verdeckt, das konnten wir annullieren. Der Riseheart ist halt ein Krieger, deswegen konnte er den auch aktivieren, aber bringt ihm auch alles nicht so wirklich was. Und ja, jetzt hat er halt drei Monster, die useless sind und nichts machen. Wir haben zwei Monster mit 4000 Angriff, können nochmal zwei Karten ziehen und haben wieder eine Spell-Trap-Annullierung alive. Und von daher, ja, war es an dem Punkt eigentlich auch vorbei. Den aktiviert er jetzt noch, aber ich dachte mir, gut, auch die Angriffs- und Verteidigungspunkte unserer Monster senken, lassen wir mal nicht durchgehen. Und von daher war es das dann gewesen gegen das beste Deck des kommenden Formats. So Leute, und das letzte Duell, was wir uns angucken, ist gegen Sword Soul. Wir dürfen wieder First gehen, was natürlich sehr, sehr gut ist. Ja, und wir haben halt wieder eins der besten Floodgates gegen das Deck. There Can Be Only One ist einfach mega krass momentan. Gegen fast jedes Deck einfach ein Auto-Win, was so im Meta rumläuft. Und das ist einfach komplett geil, weil, ja, hat halt den Pot, zieht aber nichts, was uns wirklich wehtut. Und wir aktivieren Dark Me Only One und er gibt direkt auf, weil er nur Würmmonster spielt. Er kann nichts mehr machen. Wirklich, er hätte noch die setten können. Er hätte sich noch was suchen können, was er dann aber nicht rufen kann. Er hätte theoretisch Ecclesia auch rufen können. Als Normalbeschwörung, aber dann, ja, was macht er damit? Kann er, dann könnte, hätte er damit noch unseren Almirage angreifen können. Den aktivieren wir dann. Dann muss er den Angriff abbrechen und ja, war komplett. Strong einfach wieder, There Can Be Only One. Einfach ein krasses Ding und ja, und da wir halt auch immer ein 4000 Monster auf dem Feld haben, ist es einfach wirklich schwer für die Gegner, damit was Relevantes anzufangen und da irgendwas richtig Gutes gegen zu machen. Yo Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich glaube, man hat sehr gut gesehen, dass Sacred Beast echt ein cooles Deck ist, was auch mit dem Meta in manchen Situationen zumindest mithalten kann. Und gerade auf Locals oder so hat das Deck auch echt mal eine Chance, irgendwie ein bisschen was zu reißen. Von daher, ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem Deck. Ich hoffe, ihr konntet ganz gut sehen, wie es funktioniert. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like, Kommentar und Abo da. Das würde mich extrem freuen. Checkt mal unten den Link zu Gate to the Games aus. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Euer Francis Gaming.